Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Und ja, ihr seht schon, wir sind hier schon wieder auf dem Weg in unseren Zoo. Und ja, unsere Aufteilung hier, dass die Leute hier zwischendurch gehen, funktioniert anscheinend sehr, sehr gut, wie ich mir das gerade so angucke hier. Macht ein bisschen Stau, aber da kann man nichts gegen tun, das ist nun mal so. Dafür sieht es schöner aus, also eindeutig. Und ja, ich pausiere mal wieder ganz kurz, bevor hier wieder alles drunter und drüber geht, dadurch, dass wir jetzt in den letzten Folgen uns eher ums Bauen beschäftigt haben. Ja, ist jetzt heute immer noch nicht so perfekt hier, was unsere Probleme hier angeht. By the way, wir können mal ganz kurz gucken, was haben wir denn hier. Wir haben eine Pandemie in unserem Erdmännchen-Gehege drin. Geil. Bei unserem Gnus ist jetzt zwischen Aufnahmestart und Dings absolute Katastrophe bei den Antilopen. So, wie sieht's denn hier aus? Überbelegung. Du musst raus. Achso, ist nur eine. Okay. Deswegen direkt eine rote Markierung. Alter, ich dachte, hier ist 100 Tiere zu viel drin, aber nee. Weil normalerweise ist es so, hier, guck mal. Gehege ist zu klein, ist so ganz klein hier als weißes drin. Ja. Wenn das Ding vollständig rot ist, dann ist es gefährlich. Ja, ihr seht schon, hier bei den Erdmännchen ist schon Tierarzt angefordert. Ja, was haben die? Enteritis. Geil. Braucht man nicht hier unbedingt. Problem ist, das könnte jetzt auch recht einfach hier rüber werden. Ich weiß nicht, ob das Game das macht. Aber, ja, finde ich jetzt nicht so gut, dass sie sowas machen hier, unsere armen Erdmännchen. Aber ja. Dann außerdem, wie gesagt, diese Folge ist ein bisschen vorproduziert. Nicht ganz so stark wie die nächste. Aber dementsprechend, da keine Einsprüche gegen kamen, nochmal eine Baufolge zu machen, werde ich das heute machen. Und zwar will ich den Eingang endlich mal fertig bauen. Und zwar hier unser Restaurant. Müssten wir heute fertig kriegen können. Hier die Inneneinrichtung sollten wir auch kriegen. Und hier den Parkplatz weiß ich noch nicht. Ich will es eigentlich nicht in zwei Folgen aufsplitten. Das Problem ist aber, wie gesagt, also ich habe jetzt einen Nachmittag Zeit, um beide Folgen aufzunehmen für sowohl Montag als auch jetzt heute. Und dementsprechend muss ich mal gucken, was ich heute so schaffe und wo ich den Cut setze. Und ja, also ich würde sagen, bis 16, 17 Uhr oder so würde ich jetzt, glaube ich, diese Folge machen. Für mich jetzt nur so als nebenbei. Also so 3-4 Stunden habe ich dann dafür. Und danach das gleiche nochmal für die andere Folge. Ich muss ja auch noch meinen Battle Pass in Siege ein bisschen durchgrinden. Ja, das muss natürlich auch nochmal gemacht werden. Kann ja nicht sein, dass man den bezahlt und dann nicht zu Ende kriegt. Also wirklich, das geht ja nicht. Nee, nur dann würde ich mal sagen, gucken wir doch mal, dass wir recht schnell hier durchkommen. Also erstmal, da wir hier gerade anscheinend so viele Krankheiten haben, gucken wir mal durch, wie es mit unseren Mitarbeitern aussieht. Und zwar haben wir bei den Kollegen nichts mehr, was wir machen können. Der Kollege hat hohe Arbeitslast. Dann holen wir uns nochmal einen zweiten Ausbilder. Ich weiß nicht, ob wir den brauchen, aber wir können es uns leisten. Also ganz locker, würde ich mal hier sagen. Weil, guckt euch diese Finanzen an, die sind grandios. Okay, den können wir natürlich auch noch nicht hier upgraden. Du kannst einen hochkriegen, du kannst einen hochkriegen, auch wenn wir euch gerade nicht brauchen. Auch interessant, dass der hier vorne im Dings war schon. Was haben wir dann hier? Die drei sind okay. Die haben niedrige Arbeitslast, das passt. Wir haben auch keine Beschwerden über Müll. Bei euch würde ich einfach mal sagen, jeder kriegt eine Fortbildung reingedrückt. Weil warum nicht? Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wenn alle ein bisschen Fortbildung kriegen. Und dann müssen wir hier mit den Arbeitsbereichen dann wahrscheinlich nächste Folge oder am Ende dieser Folge hier ein bisschen spielen. Weil ich würde ganz gerne diesen Eingangsbereich als einen Arbeitsbereich für die einsetzen und dann nicht mehr so haben, dass die auf einem bestimmten Shop zugefixt sind, sondern dass sie diesen Arbeitsbereich haben und sich dann da aufteilen. Weil ansonsten führt das halt eben dazu, guck mal, der hier ist in Infozentrum 3 zugewiesen und hat eine extrem hohe Arbeitslast. Und dann kommt hier der hier, der keinen Arbeitsbereich hat und hat passende Arbeitslast und so. Also das ist ein bisschen nervig. Ja, dann ansonsten noch irgendwas. Wo sind meine Tierärzte gewesen? Tierärzte hier oben. Den beiden geht es eigentlich gut von der Arbeitslast, aber ich glaube, wir stellen einen dritten ein, damit wir noch einfach noch ein bisschen mehr Kapazität haben.
Wobei, naja, so viel Kapazität haben wir gar nicht. Weil wir haben hier hinten, das ist unsere einzige Ecke, wo wir Tierärzte unterkriegen. Ne, hier unten, genau. Hier, das ist unsere einzige Tierarztpraxis momentan. Deswegen nicht so gut, oder? Nee, das ist ein Forschungszentrum. Genau. Ja, gut. Das ist dann natürlich nicht so gut. So, ich würde mal sagen, ich habe jetzt zu lange gelabert schon. Die Folge wird wieder viel zu lang. Wir fangen an mit einer Timelapse. Ich weiß nicht, womit ich anfange, ob ich erst Restaurant baue oder erst hier Innenbereich oder so. Müssen wir mal gucken. Und dann würde ich mal sagen, bis gleich.
So, ich würde mal sagen, unser Restaurant ist soweit fertig. Oder, ja, kann man fertig nennen. Ich meine, hier diesen kleinen Grasfleck hier würde ich nicht als Restaurantbereich zählen. Aber wenn wir mal reingucken, wir sehen schon, hier ist wieder unser Kollege. Oh, ich habe den Stein vergessen, den ich da drunter bauen wollte. Warte mal. Stein. Wo ist dieses Schild davon? Wir hatten ein Schild, was irgendwo Stein irgendwas hieß. Warte mal, wie hieß denn das? Das habe ich hier hinten verwendet. Hier unten, genau. Wie heißt denn du? Fels. Aha. Fels. Da ist es doch. Okay. Nehmen wir den Fels hier oder den anderen? Der hier hat so eine schöne gerade Fläche oben drauf. Kriege ich die Fläche hier schön rein, ist die Frage. Joa, das sieht doch gut aus. Dann nicht so stark rausgucken lassen. Ein bisschen Dreidimensionalität vielleicht noch reinbringen, indem wir hier dieses Blatt davor gucken lassen. Jetzt müssen wir dem natürlich eine Felsfarbe geben. Sieht das gut aus? Jo, sieht gut aus. So, dann sitzt dieses Krokodil nicht einfach so in der Luft da. Vielleicht noch ein bisschen weiter vor. Bisschen runter. Minimal hochgedreht. So. Jetzt. Und zwar haben wir hier die Krokodilhütte. Für alle, die sich fragen, warum. Weil wir können hier reingehen. Und die Gäste gehen dann hier nach rechts, weil dumm. Obwohl sie hier nach links durch die kleine Tür müssten.
Hier haben sie dann so einen kleinen Innenbereich. Den habe ich mit Absicht klein gehalten und nicht viel mitgemacht, weil, ja, wer setzt sich denn schon in den Zoo nach innen rein? Also das macht ja kaum wer, würde ich mal behaupten. Besonders, wenn man hier draußen diese kleine Terrasse hat. Momentan ist es noch keine Terrasse. Aber wenn wir mal runtergehen, ihr seht schon, wir haben hier Stützen und so. Das Ding soll später eine wirklich große Terrasse sein, die dann, obwohl, naja, eine Terrasse ist es schon. Aber soll hier sozusagen auf dem Sumpf stehen, der dann hier kommt. Und hier hinten sind dann ja Krokodile. Das heißt, du isst hier dein ganz gemütlich dein Essen und guckst dann nach rechts raus und siehst einfach so ein Krokodil vorbeischwimmen oder so mal, ja. Das ist der Plan mit dieser diesem Außenbereich und deswegen ist der auch so viel größer. Ja, dann hier mal wieder zunutze gemacht, dass das Solarmodul keine Probleme hat, damit Gäste zu verstören. Und eben, wie gesagt, wenn wir so wie hier hinten irgendwo diesen Generator zum Beispiel nehmen oder hier hinten unsere Windkraftanlagen, die dürfen nicht so nah an den Gästen dran sein. Ich bin immer noch kein Fan von dem Stromsystem von Planet Zoo. Also wirklich überhaupt kein Fan. Aber gut, man muss halt mitleben. Weil wie gesagt, also warum zum Teufel kann ich nicht einfach irgendwo eine Solar-Dings machen? So eine Solaranlage, die, ja, weiß ich nicht, dann da irgendwo steht und Strom produziert. Kann ich nicht sagen, irgendwie pro so und so viel Stromabnehmer brauche ich ein Gerät und dann zum Beispiel, dass man sagt, eine Solaranlage kann nur tagsüber Strom produzieren und dann kriegst du noch eine Batterie oder sowas, dass du eben dann, sobald dann Licht angeht und so, eben Stromausfälle kriegen kannst oder so. Obwohl, das wäre vielleicht schon sehr kompliziert, aber dass man, sagen wir mal so, dass man dann einfach sagt, eine Solaranlage kann 20 Gegenstände versorgen mit Strom. Eine Windkraftanlage kann irgendwie 50 und so ein Dingsfester, so ein Transformator kann dann, was weiß ich nicht, 75 oder so. Könnte man das nicht einfach so machen? Dann könnte man die überall hinstellen, könnte sich so ein kleines Gebäude bauen an der Seite oder so, wo man sagt, okay, komm, hier ist jetzt eine kleine Windkraftanlage oder sowas. Ah nein, das geht ja natürlich nicht, das wäre zu einfach. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir, nachdem wir hier dieses schöne Gebäude gebaut haben, wollen wir da noch weiter bauen an dem Shop zum Beispiel? Weil ich weiß es nicht. Ich bin jetzt tatsächlich, also es hat jetzt recht lange gedauert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zumindest für diesen Umfang, den ich hier gebaut habe. Was natürlich dann wiederum kritisch ist. Ich bin am Überlegen, wir brauchen auch noch irgendwo eine Toilette natürlich. Ist mir so aufgefallen nebenbei. Weil, ey, wir können schlecht hier den Eingangsbereich haben ohne Toilette. Obwohl, naja, gut, wir können sagen, wir haben hier hinten eine Toilette drin. Obwohl, nee, wir brauchen noch irgendwo eine. Können wir die vielleicht hier einfach reinbauen? Einfach so ganz sneaky hier hinten hinter. Hier so. Das könnte man natürlich machen, dass man die einfach so sneaky hier hinter baut. So, Toiletten. Gästeeinrichtung, Toiletten. Gib mal her, das Ding. Och nö, wir haben jetzt hier den Scheiß hier. Ja, okay. Das regt mich auch sowieso so hart auf. Ich habe irgendwas gemacht, dass ich nicht richtig die Sachen kriege. So, aber jetzt müssen wir natürlich auch noch den hier umbauen. Daran habe ich ja gar nicht gedacht, dass wir hier das Ding noch haben. So, so, so. Okay, und dann. So, das passt schon mal. Dann können wir hier unten wir so richtig platt bleiben. Das soll nicht rausstechen, das soll einfach nur eine ein bisschen Boden sein. Und dann hier auf der Seite nochmal. Hep, hep, hep. Und das Ganze passt. Ja gut, okay, wartet. Das Ganze passt jetzt. Und jetzt brauchen wir natürlich hier noch eine Tür dran. Weil ohne Türen geht das natürlich nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, was für eine Tür nehmen wir? Nehmen wir so eine? Nee, die Türen sehen scheiße aus. Nehmen wir diese Dinger hier. Ich finde, wir haben zu wenig gut aussehende Türen in diesem Game. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben zu wenige neutrale Türen oder so. Jetzt noch.
Obwohl, nee, 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 nee. Wartet mal, wir machen das Ganze nochmal wieder rückgängig. Tut mir leid, aber mir ist gerade so aufgefallen, das ist absoluter Scheißspot für Toiletten. Die müssten theoretisch hier an der Seite, wo die Mitarbeitergebäude dran sind. Oder hier hinten irgendwo hinter. Nach hier will ich es nicht reinbauen. Hier will ich ja zu weiterbauen. Hier dieses Loch hier wäre auch ein bisschen zu extra. Hier wäre zu viel. Okay, wir lassen es da hinten einfach. Komm, passt schon. Sind die Toiletten halt ein bisschen versteckt. Ja gut, keine Ahnung. Ich würde einfach mal sagen, an dieser Stelle beende ich das Video. Und ich weiß gar nicht, in der nächsten Folge, komm. In der nächsten Folge machen wir ein bisschen Details hier, den Eingangsbereich nochmal zu Ende. Also wirklich zu Ende, meine ich. Dass wir wirklich dann jetzt hier den Innenbereich machen. Dass wir hier den Parkplatz bauen. Den wollte ich ja auch die ganze Zeit mal bauen. Und gucken dann mal, dass ich den mache. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge am Montag wieder. Wie gesagt, ich werde auf eure Kommentare erstmal nicht eingehen können, wenn ihr welche schreibt. Obwohl, naja, doch, werde ich können, aber ich werde sie nicht direkt umsetzen können zum Montag. Die werden dann erst am Freitag umgesetzt werden können, weil ich nicht da bin. Und dann, ja, würde mir sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben dalässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.